Der Regionalligameister, der erste FC Saarbrücken aus dem Vorjahr, der war am zweiten Spieltag gestern Abend zu Gast in Freiburg. Und da war die Freude nach dem Spiel besonders groß. Nicht nur, weil das Team durch den späten Treffer von Perdedai mit 1:0 gewonnen hat, auch weil die Niederlage zum Saisonauftakt für sehr große Verwunderung gesorgt hat, also wie sie zustande kam. Deshalb die besondere Erleichterung bei den Spielern des FCS. Und der Plan des Trainers ist offenbar auch aufgegangen. Er hatte reagiert, personell mit 4 Neuen in der Startelf in Freiburg. Das Ziel des Abends jedenfalls war erreicht. Gewonnen. Frank Grundhefer. 19.58 Uhr gestern in Freiburg. Langsam stellen sich alle auf ein 0-0 ein. Nur bei Fanol Perdedai juckt's noch unterm Schienbeinschoner. Der Einschlag, ein Befreiungsschlag. Der FC rackert sich zum ersten Sieg. Der Klottner nimmt es aber professionell und mit wohltuend trockenem Realismus. Dass das noch nicht das ist, wo wir gerne hinwollen, das ist uns allen bewusst, glaube ich. Aber heute freuen wir uns erstmal, dass wir nach dem Nackenschlag von Sonntag heute eine gute Antwort gefunden haben. 19.58 Uhr, die 74. Minute. Markus Mendler, gestern wieder einer der Besten, läuft, auch wenn die Lunge brennt, bei Ober- und Unterhitze. Für seine Laufwege wird er belohnt. Er bekommt den Ball, bedient dann Perdedai. Freiburg bedient und was dann folgt, ist echt bemerkenswert. Schauen Sie in das Gesicht des Torschützen. Was ist das? Erleichterung, pur Abfallen der ganzen Last. Diese Hitze, die ganze Arbeit und dann der Lohn. Es gibt einen Kuss für den Passgeber. Und schließlich der Pfiff für die Bank. 5 Minuten kann ich noch, dann holt mich raus. Jetzt haben wir eine Reaktion gezeigt. Das war gut. Wir haben jetzt kein Gegentor bekommen. Wir haben 0 gespielt. Und so muss es weitergehen. Und jeder muss arbeiten, jeder muss Gas geben, egal wer reinkommt, wer spielt. Und wenn wir laufen und arbeiten und kämpfen und die Zweikämpfe annehmen, dann gewinnen wir auch mal ein Spiel oder gewinnen wir Spiele. Ob es jetzt 5-0 ist, es macht keinen Unterschied. Hauptsache 3 Punkte und der Rest ist völlig egal. Ihm ist nichts egal. Dieter Ferner tigert durch das Stadion. In der ersten Hälfte sucht er seinen Platz und die Mannschaft ihren Weg. 15. Minute. Es passt noch nicht alles. Was allerdings passt, ist die Einstellung. Und dann der Pass von Zeitz auf Karl. Er, einer von 4 Neuen in der Startelf gestern. Und er verlagert das Geschehen geschickt. Jennecke. Perdedai. Wieder Jennecke. Aber Wunguidika ist der Spielverderber. Der neue Stürmer weiß natürlich, dass das Ding drin sein muss. Darüber gibt es keine 2 Meinungen. Saarbrücken baut zum ersten Mal Druck auf. Erzwingt wie hier Jänicke das Glück. Wunguidika würden beim Ansehen dieser Bilder die Haare zu Berge stehen, wenn er nicht Klatze tragen würde. Positiv aber, Jänicke geht in den Raum. Von diesen Wegen ist jede Offensive abhängig. Das kommt gestern insgesamt aber noch zu selten vor. Definitiv haben wir viel Luft nach vorne, was unser Spiel nach vorne angeht. Aber wie gesagt, heute war erstmal Marschrichtung wirklich gut zu stehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass wenn man so ein bisschen mehr Mut hat, ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, auch mutiger dadurch nach vorne spielt, dass wir dann vielleicht die eine oder andere Chance hoffentlich dann in Zukunft auch mehr herausspielen können. Dieter Ferner jetzt hinter dem eigenen Tor. Alleine will er sein. Weiter 0-0. Und kurz vor dem Halbzeitpfiff dann zum ersten Mal die Gastgeber aus Freiburg. Zum ersten Mal mit Angreifer da Ferner vor dem FC-Tor. Und da Ferner wieder an einem neuen Platz. Nach dem Seitenwechsel kommen die Gastgeber besser rein und bekommen Räume. Laufen sich einerseits besser frei und Saarbrücken ist ein bisschen zu weit weg vom Gegner. Wieder da Ferner. Doch was zunächst als starke Angriffsaktion der Freiburger anmutet, ist letztlich nichts anderes als eine grandiose Parade von Daniel Batz.
Da können sie spielen, wie sie wollen, der Saarbrücker Keeper mit dem eiskalten Händchen. Ich finde, nachdem ich den ersten in der zweiten Halbzeit gehalten habe, habe ich mich besser gefühlt, nachdem ich am Sonntag 3 Schüsse aufs Tor bekommen habe und 3 Tore. Ja, das gibt Selbstvertrauen, natürlich, auch für einen Torwart. Ja, also weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre, aber ich finde, wir haben es allgemein gut verteidigt und dass ich mal, wenn einer durchkommt, nochmal einen halten muss, dafür bin ich ja schließlich da. Gegen Ende ist das Spiel offener und doch riecht alles nach 0:0. Batz bleibt seiner Linie treu, heute kein Gegentreffer und vorne muss es dann manchmal auch einfach ein genialer Moment sein. Saarbrücken brennt kein Feuerwerk ab, ist aber auffällig gewillt, in die Saison zu kommen. Fanol Perdedai erlebt die letzten Minuten auf der Bank, ein bisschen Zittern ist angesagt. Dann aber hat der SC auch seine letzte Chance vergeben. Saarbrücken erarbeitet sich den Erfolg, erkämpft sich den ersten Dreier. Ein 2:0 wäre dann aber tatsächlich auch ein wenig zu viel gewesen. Wunguidika und schließlich der eingewechselte Jürcher wollen es offenbar auch nicht übertreiben. 4 neue in der Startelf, ein neuer Platz dann auch wieder für Dieter Ferner. Um 20.19 Uhr ist Schluss und Fanol Perdedai darf genießen. Mit Freundin und Familie. Was gab es da zu besprechen da draußen? Nix, die haben sich gefreut. Familie, Freundin und... Zu Recht? Ja, die meinten Glücksbringer, dass sie da waren und dann habe ich noch das Tor gemacht. Der nächste Dreier könnte Dienstag gegen 20.45 Uhr gefeiert werden. Dann ist Abpfiff beim Spiel in Stuttgart. Tja, erst verdient verloren, dann etwas glücklich gewonnen. Mal schauen, womit der FCS dann am dritten Spieltag aufwartet. Am kommenden Dienstag da ja wieder auswärts beim VfB. Und jetzt blicken wir auf alle Ergebnisse dieses Spieltags. Freiburg-Saarbrücken 0:1, Ulm-Balingen 2:0, Waldorf-Offenbach 1:1, Elversberg-Worms 1:2, Homburg, VfB Stuttgart 3:0, FSV Frankfurt-Stadtallendorf 0:0. Heute 3 Partien, Dreieich gegen Steinbach 0:1, Hoffenheim gegen Mannheim 1:2 und der FSV Mainz gegen Pirmasens 0:1. Wir blicken auf die Tabelle nach diesem zweiten Spieltag in der Fußball-Regionalliga. Ganz vorne Ulm 6 Punkte, gefolgt von 3 weiteren Teams mit je 6 Zählern. Den ersten saarländischen Club finden wir wieder auf Rang 7. Homburg mit 3 Punkten und ebenfalls 3 Punkte hat der erste FC Saarbrücken auf Rang 11. Elversberg finden wir wieder auf 13 mit einem Punkt und am Tabellenende 4 Teams mit 0 Punkten. Freiburg, Hoffenheim, Dreieich und Mainz 05. Wie gewohnt unser Tor des Spieltags. Perdedai mit dem 1:0-Siegtreffer des FCS gegen Freiburg. Angenehmen Abend. Tschüss.